Hallo und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Mein Name ist Joseko und wir werden uns heute um das Stahlwerk kümmern, sobald es erforscht ist. Das ist unser Ziel. In der Zwischenzeit gucken wir mal, dass wir vielleicht noch ein paar Einwohner dazu bekommen. Sollten nicht zu viele werden. Ich hoffe mal, dass das plus 1 Einwohner bald verschwindet. Damit wir auf jeden Fall die Arbeiter haben für A, unser Schiff, da haben wir ja gerade welche, und B, dann für die Produktion. Das Schiff haben wir. Dementsprechend werden wir auch sofort damit aufbrechen. Hier oben ist eine Schlacht, die wir führen können. Sie sollte auf dem Weg sein. Ja, es hat abgelegt, da fährt es raus. Mal gucken, wie weit wir es verfolgen können und ob es einfach unsichtbar wird. Unsichtbar, einfach unsichtbar. Ist wohl in Atlantis angekommen. Das finden wir natürlich sehr gut. So, Atlantis ist auch genau das, was wir brauchen. Denn wir brauchen das Wissen der verlorenen Zeit, wie man Stahlverhüttungen baut. Zumindest die Gebäude dafür, um Stahl zu verhütten. Da haben wir auf jeden Fall noch genug Platz drin aktuell. Ein Arbeiter ist noch frei und ich denke mal, wir kriegen gleich sowieso neue Einwohner. Daher können wir dieses Gebäude schon mal ausbauen, oder? Wir haben 17, ja. Wir machen das einfach mal. So, dann haben wir das für später auf jeden Fall erledigt. Oh, wie hoch fährst denn du? Ja, wunderbar. Da wird rumgebaggert. Aber die Form scheint immer noch zu sein, wie in der letzten Folge. Ich sehe da noch nicht großartig was passieren. Schiff im Kampf gewonnen. Zack. Und wir haben den Standort erkundet. Was ist das? Sägewerk. Ja, nice. Dann kriegen wir ja Holz. Haben wir das Schiff hier? Ne, die Sachen hat man nicht eingelagert. Also, Holz bekommen wir. Sollten wir vielleicht auch zeitnah anfangen. Sind aber 250, was ich ein bisschen schwierig finde. Wobei, komm, machen wir, bevor wir die roten brauchen, soll gestartet werden. Wir bringen das Schiff mal kurz nach Hause. Müsste auch ein paar Leute mitgebracht haben, vielleicht. Und dann schauen wir mal, dass wir die 250 da zusammenbekommen. Denn Bäume, ja, ein paar haben wir noch. Bis die weg sind, sollten wir das fertig haben, das Sägewerk. Oben haben wir natürlich später wieder welche, aber das dürfte eine ganze Weile dauern, bis wir dann da angekommen sind. So, was machen wir denn hier? Die laufen alle. Wollen wir doch mal sicherheitshalber hier noch eine weitere Plantage bauen. Das war ja geplant, ne? Und Platz haben wir ja. So. Ja, passt. Dummerweise kostet die uns auch goldene Teile. Was uns aber keine goldenen Teile kostet, sondern nur normale, ist hier das Wasser. Einmal angeschlossen, läuft das. So, wie viele brauchen wir? 75 plus die 250 sind 325, also zwei komplette Lagerhäuser voll. Dürfte uns eine Menge Zeit kosten jetzt, denn ich erwarte, dass wir hier nicht genügend haben. Ja, auch die gehen uns aus. Vielleicht sollten wir anfangen, das nochmal größer zu planen. Ich denke so an viermal die Konstruktionsteile, dann zweimal die goldenen Teile und einmal die roten Teile. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir nach den roten Bauteilen noch eine andere Farbe brauchen. Dann müssten wir das noch größer bauen. Nur haben wir die Arbeiter nicht dafür. Wir haben gerade vier Stück. Jetzt müsste aber auch unser Schiff... Ach, da ist es schon wieder. Hat uns nichts mitgebracht, okay. Wird aber repariert. Es hat ein bisschen Schaden genommen. So ein kleines bisschen. Mal schauen, wann wir denn dann Eisenplatten kriegen. Da sind sie auch schon. Schiff ist wieder heile. Wir können es also direkt losschicken, da wir ja keine Einwohner bekommen haben. Gucken wir mal, wohin. Wollen wir mal schauen, ob wir hier oben das Gebiet so einnehmen, so die beiden. Dann haben wir hier die Ecke fertig. Irgendwo müssen wir anfangen, deswegen wir schicken es mal hier rüber. Und dann gucken wir mal, was denn da so ankommt. Hier haben wir noch ein paar Teile drin. Wir wollen das Lager natürlich leer halten. Wäre also an der Zeit, vielleicht den ein oder anderen neuen LKW zu bauen. Jetzt habe ich vergessen, dass wir ja hier auch nochmal 125 Bauteile brauchten. Okay, wir geben das auch frei. Sollen sie alles gleichzeitig machen, dann bricht natürlich auch alles gleichzeitig wieder zusammen. Das Glück habe ich ja häufiger. Irgendwie mache ich das hier, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, ne? Stahlverhüttung läuft übrigens nicht. Das lag daran, dass wir hier genau Elektronik brauchen. Moment, wir haben keine Elektronik. Da war, glaube ich, was. Dass wir zu wenig Kupfer hatten. Kann das sein? Das hatten wir doch gerade erst ausgebaut in der letzten Folge. Doch, sollte eigentlich jetzt etwas besser laufen.
Wir machen es mal so, bitteschön. 8 Arbeiter fehlen. Das sieht nach Plantage aus. Ja, es ist die Plantage. Hier möchte ich... Warum haben wir kein Weizen? Ach, haben wir noch nicht erforscht, ne? Dann möchte ich hier Kartoffeln. Dann möchte ich hier Gemüse. Dann möchte ich hier Kartoffeln. Dann möchte ich... Obwohl... Nee. Wir machen das hier mal anders. Ich nehme das mal mit Wasser und nehme dann hier nochmal ein Gemüse rein. Das soll ein bisschen mehr davon zusammenbekommen. Jetzt weiß ich noch nicht... Was? 16 Einwohner? Da war sonst nichts. Hurra! Reicht natürlich nicht. Na toll. So. Was weiß ich nicht? Irgendwas wusste ich nicht. Genau. Ob wir... Ich hab's vergessen. Ich werde eindeutig zu alt. Der Berg ist immer noch die gleiche komische Krüppelform wie vorher. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht ist da doch ein bisschen was nachgerutscht. Zumindest sieht das hier so aus, als wären wir schon ganz oben. Auch hier dürfte schon ein bisschen was weggerutscht sein. Brauchen wir da mehr Bagger? Ich weiß es nicht. Baumerntemaschine hat kein Holz mehr. Da können wir Abhilfe schaffen. So, jetzt darf hier alles gemacht werden. Das ist natürlich sehr schön gezogen. Jetzt darf hier alles gemacht werden. Warum geht das nicht? Jetzt geht's und das auch. Wer braucht schon Holz? Bäume. Holz brauchen wir. Gut, hier geht's auch weiter rein. Ist die Frage, lassen wir das so flach? Oder versuchen wir auch hier eine Rampe hochzubauen, damit wir in der Ecke nachher auch besser bauen können? Weil wenn wir jetzt nur hier eine Rampe nachher haben, hier vorne irgendwo, da, hätten wir hier hinten natürlich einen super langen Weg, wenn wir außen rum wollen. Es sei denn, wir bauen hier sowas wie die Endprodukte, sowas wie Bäume, Häuser, wo die Waren nachher nur angeliefert werden, die wir nicht zum Hafen bringen wollen. Das wird sowieso noch ein Riesenproblem werden. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ich denke mal, dass wir oben nachher super viele lange Förderbänder haben werden. Aber dann haben wir, glaube ich, auch genügend Bauteile, sodass es kein großes Problem wird. Okay, Wartung passt noch. Nahrung ist runtergegangen. Ja gut, damit kann ich leben, weil ja ist fertig. Und wo ist mein Schiff? Mein Schiff ist da. Heißt, wir fahren sofort los. Ich habe ja, glaube ich, gesagt, dass wir heute uns ein bisschen um Schiffe und sowas kümmern. Solange der Stahl noch nicht fertig ist. Ich hoffe mal, dass wir da heute auch noch so weit kommen. Was ist das? Warum ist das noch nicht? Moment, wir machen mal was anders. Geht das so? Ich kann es leider nicht direkt dran anschließen. Dann machen wir das mal so, geben das auch in Auftrag und bauen dann noch ein Rohr dran. Einfach noch sicherheitshalber neuen Dieselgenerator anschließen. Hey Leute, das passt so. So hätte ich das gerne. Dankeschön. Und ab dafür. Das dürfte der richtige gewesen sein, ne? Ja. Gut, das passt. Immer wieder diese Stromausfälle. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so richtig ist oder ob das ein Bug ist. Hier haben wir auch ein bisschen zu wenig Wasser für meinen Geschmack gerade. Holz ist voll. Hier werden Forschungsteile produziert. Das bedeutet, wir haben jetzt auch hier wieder nichts drin. Nee, das können wir uns gerade nicht erlauben. Aber gut, es läuft hier rüber, nur geht es dann in die goldenen Teile rein. Haben wir die denn schon zufällig alle drin? Okay, nee, müssen wir beladene Schiffe starten? Für das Frachtschiff oder für das andere? Ich warte noch einen kleinen Augenblick, würde ich sagen. Oder... Unsere Nahrung geht immer noch runter. Wir haben doch hier was Neues gebaut. Standort erkundet. Unser Schiff hat eine Siedlung entdeckt. Hurra! Und da oben geht's weiter. Wunderbar. Was ist das denn? Was ist das? Lebensmittelpackung? Keine Ahnung. Was ist das? Gold? Keine Ahnung. Ich meine, wir haben irgendwo Gold. Die bringen uns auf jeden Fall für den Moment nichts. Wir sollten also doch gucken, dass wir eventuell das mit dem Holz auf die Reihe kriegen mal. Und dann schauen wir mal, wie wir das am besten verteilt bekommen. Die Forschung geht super langsam, muss ich sagen. Ich denke, dass wir vielleicht noch weitere Forschungshäuschen bauen müssen. Oder aber sind wir wirklich so langsam in der Produktion? Ja,
schnell ist anders, ne? Schnell ist anders, wenn da immer nur 4 Stück rauskommen. Aber ich möchte doch heute die Stahlproduktion bauen. Gut, werden wir auf jeden Fall noch hinkriegen, da bin ich mir heute sicher. Okay, Wasser läuft. Ist sehr schön leer, das ganze Dreckwasser verschwindet hier. Und hier werden wir mit Sicherheit noch mehr Farmen hinbauen müssen, obwohl wir sind wieder auf 18 hoch. Wobei, wir kriegen doch gleich den Dünger. Dann sollten die noch mal effektiver arbeiten. Konnte keine Kartoffel lagern. Oh. Wir haben ja mehr als genügend Kartoffeln. Deswegen klappt das nicht. Okay, Schiff ist zurück. Schiff geht weg. Schiff geht nach... Gut, hier ist ein Pirat, ne? Attacke, würde ich sagen. Macht den Piraten weg. Bin mal gespannt, was wir dann da rausbekommen. Gut, das Lager ist voll. Das heißt also, Kartoffeln haben wir wirklich mehr als genug gerade. Deswegen wird auch unser Lager nicht voller, weil wir die nicht einlagern können, weitere. Haben wir denn das neue Lager schon erforscht, die großen? Nee, haben wir noch nicht. Wir könnten also noch ein kleines Lager. Geht das so da dran? Nee, das ist in die falsche Richtung. Warum sehe ich den Ausgang von dem anderen Lager nicht? Ach, jetzt funktioniert das. Gut, du darfst gebaut werden. Nee, das da möchte ich haben. Bitteschön. Dann kriegen wir nämlich doppelt so viele Kartoffeln nämlich hier rein. Sehr viele nämliches. Können wir hier noch irgendwas Gutes tun? Nee, wir haben hier nichts. Wir könnten höchstens da noch ein Fließband dran bauen, dass die Sachen automatisch darüber gebracht werden. Schiff ist im Kampf. Ach, Schiff hat gewonnen. Zurück. Und dann gucken wir mal, was wir da bekommen haben. 20 Einwohner. Und ein paar Bauteile und ein Radarsystem. Ja, genial. Werden wir direkt installieren, sofern wir das können. Ich hatte vergessen, das Schiff nach Hause zu schicken. Oder können wir das noch bald... Oh, perfekt, wir können es direkt weiterschicken. Mach mal schnell, ich will wissen, was wir da bekommen. Kriegen wir da schöne Sachen? Kommt schon. Gib mir schöne Sachen, 100 Kilometer. Schon viel weniger. Was kommt dabei rum? Schiff hat... Ach so. Bringt nicht zu warten, unterwegs heißt ja, das ist dann gleich eh nochmal ein bisschen was macht. Stahlverhüttung ist abgeschlossen, Weizen und Verarbeitung. Wir kriegen dann hiermit, kurzer Sicherheitscheck, die Möglichkeit Sachen herzustellen, die wir noch benötigen. Passt mal auf, und zwar können wir Mehl herstellen und Tierfutter und wir können aus dem Mehl herstellen Brot. Was wir mit Brenngas machen und Kompost. Also mit Kompost weiß ich noch nicht. Da haben wir auch Kompost. Da braucht man Kompost für Dünger. Ja gut, das erforschen wir ja gleich mit. Da haben wir gleich was zu tun. Da müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir das machen. Aber ich denke, das ist dann das, was wir in der nächsten Folge machen werden. In dieser Folge soll es jetzt die Stahlproduktion werden, die ich dann langsam aufbauen möchte. Dafür haben wir ja hier schon unser erstes Gebäude errichtet. Das soll Eisen schmelzen, ist aber noch pausiert mit Absicht. Gießerei, wir bekommen eine Metallgießerei, die wir nicht brauchen. Gekühlte Gießerei. Brauchen wir da vorher noch was anderes? Weil das ist ja kein... Ne, Moment mal. Was kommt hier raus? Eisen. Was brauchen wir hier? Flüssiges Eisen. Heißt das, wir können ja hier kein flüssiges Eisen herstellen. Oder? Geschmolzenes Eisen. Aber was ist das? Geschmolzener Stahl. Da ist die Frage, wie kriegen wir den? Hier. Das ist das Gebäude, was wir jetzt brauchen. Bauen wir mal. Ah, das sieht aber schon ganz anders aus. Wenn ich jetzt das drehe, dann tausche ich genau die Ausgänge. Das ist sehr gut. Dann machen wir das mal so rum. Bauen das nochmal, aber mit verdrehten Ausgängen, würde ich sagen. So. Dann können wir nämlich in der Mitte die Abgase loswerden.
von außen den Sauerstoff anliefern. Okay, das hätten wir. Das bedeutet, ich werde das Gebäude bauen lassen. So, machen wir beide, komm. Was soll der Geiz? Wir brauchen sie eh und wir wollten es heute machen, also lassen wir den sofort erledigen. Dann brauchen wir Rinne für Schmelze. Die wird hier gestartet, nach da gebracht. Und, bitteschön. Das heißt, auch das Zeug sollte ankommen. Hier müssen wir natürlich dann die Sachen anliefern, da werden wir später noch ein paar Tanks für brauchen. Silos oder so. Okay, das könnte klappen. Bin mir aber noch nicht so sicher. Ich möchte nämlich jetzt hier zwischen noch den Schornstein stellen. Da reicht, glaube ich, ein kleiner. So. Jetzt gucken wir mal, ob ich das Rohr auch angeschlossen kriege. Shit. Damit hätte ich das dann doch besser nicht gebaut, wenn das nicht funktioniert. Sekunde. Ich muss doch beide gleichzeitig anschließen können, indem ich hier eine Kreuzung draus baue, oder? Wir reißen das nochmal ab. Bauen mal neu. Rohrleitung. Wir starten hier. Ich kann nicht an beides anschließen. Auch warum nicht? Das sieht aber so aus, als wäre es das Teil, was wir suchen. Ist das jetzt doch angeschlossen? Ich lasse das mal eben bauen. So. Es sieht so aus, als wären beide angeschlossen. Dann kann ich das hier abbrechen. Das lasse ich bauen. Und den Schornstein lasse ich bauen. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir für die hier... Sekunde, wir stellen das mal ganz kurz ein. Darf gemacht werden. Dauert. Warte mal, Pause muss raus. So. Ein Arbeiter fehlt, das ist erstmal okay. Ich kann ja hier einfach mal eins pausieren. Dann haben wir die auch wieder übrig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diesen Sauerstoff kriegen. Und ich meine, dass das einfach nur ein ganz normales Gebäude war, das den automatisch produziert. Hier. Luftzerlegung. Ja, Luftzerlegungsanlage. Oh Gott, ist sie groß. Genau, hier kommt der Sauerstoff raus. Das heißt, die bauen wir mal... Ich weiß noch nicht, wozu wir dann den Stickstoff nachher brauchen. Bauen wir die hier hinten hin. Und den Stickstoff, den schicken wir dann einfach irgendwo in die Luft. Machen wir. So, hier vorne müssen wir jetzt noch einen Schornstein hinbauen. Da können wir, das machen wir später. Wir schließen jetzt erstmal den Sauerstoff an. So, eine Rohrleitung. Mach mal. Geh mal, genau, dahin. Dann geh mal dahin. Müsste jetzt angeschlossen sein. Ja, wunderbar. Dann gehst du mal bitte... Ja, okay, das willst du jetzt gerade nicht. Dann baue ich dich mal kurz nur bis hier hin. So, dann kommt hier der Schornstein nämlich hin. Jetzt finde ich den wieder nicht. Dann nehmen wir doch einfach mal hier den fertigen und kopieren uns den. So. Ich setze mal einen Abstand. Nehmen wir das mal Rohr. Hat das so funktioniert? Das ist eine gute Frage, ne? Ich lasse es mal bauen, um mal zu gucken, wie das ganze Ding dann aussieht. Ja, komm, mach mal schnell Bau. Was wird das? Das ist definitiv nicht das Rohr, was ich suche. So. Ey, das war Absicht. Das war richtig. So. Wenn ich den sofort Bau mache, kann der abgebrochen werden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Aber das wird sich zeigen. So, der kann auch gebaut werden. Dann brauchen wir hier noch die Rohrleitung für das Loswerden. Habe ich noch irgendeinen vergessen?
hier hinten ist noch ein Rohr. So, bitteschön. Und dann könnten wir bis auf das hier alle haben. So. Ich bin gespannt, ob es läuft. Vor allem bin ich bei der hier gespannt, weil wir die ja zuletzt angeschlossen hatten, meine ich. Wir gucken mal. Zwei Arbeiter fehlen. Ist hier schon was angekommen? Nee, die arbeitet noch nicht. Die braucht noch Eisen oder Schrott. Aber das müsste jetzt gleich klappen. Wobei, die sind leer. Was? Warum seid ihr leer? Ich gebe dem mal ganz kurz eine Prio von 1. Nur damit er kurz beladen wird, ja? So, Prio 1. Damit müsste der ja zuerst beladen werden. 6 Arbeiter fehlen, also 3 fehlen eigentlich. Oh, Schiff hat einen Ort erkundet, nachdem es gewonnen hat. Und bekommt Kohlemine. Ja, langsam, aber sicher muss ich sagen, gefällt mir das Ganze. So, der bringt auf jeden Fall keine Arbeiter mit. Was ein bisschen schade ist. Okay, da ist was durchgeflossen. Das habe ich gerade gesehen. Beide Seiten haben was bekommen. Hast du auch Lust zu arbeiten? Dafür fehlt noch der Sauerstoff. Dafür fehlen hier Arbeiter. 2 Stücke. Ich will dafür aber jetzt nicht gerade viele. Ja, er läuft, er läuft. Ich habe mal kurz auf Prio 1 gesetzt, natürlich. Das wird jetzt aber eine andere Prio kriegen. Und zwar wieder zurück auf 10. Die sollen wirklich erstmal hier die Eisensachen am Laufen halten. Gut, dass da einer fehlt, ist jetzt nicht so schlimm. Das könnten wir eigentlich machen. So, geht der mal aus. Hast du... Ja, du produzierst Stahl. Die Frage ist aber, ob er das Abgas los wird. Wie gesagt, das haben wir jetzt als zweites abgeschlossen. Und Abgas. Abgas ist weg. Es funktioniert also sehr schön. Damit können wir flüssigen Stahl herstellen. Als nächstes brauchen wir dann... ja, was? Wir haben flüssigen Stahl. Den verarbeiten wir im Hochofen? Nö. In der gekühlten Gießerei, genau. Und da brauchen wir dann Wasser für. Lustigerweise können wir hier nur 1 anliefern. Machen das aber mal wie folgt. So. Da hinten haben wir... müssen wir überlegen, wie wir das gleich lösen. Jedenfalls weiß ich, dass ich erst einmal die beiden noch anschließe. Da reicht mir ein flüssiges Band. Hier, Rinne für Schmelze. Geh mal bitte daran. Du gehst mal bitte daran. Kann ich die nämlich beide bauen lassen? Ich glaube, so kann man sogar bescheißen, dass man kein einziges Ding ausgibt dafür. Wenn man das immer in Kreuzen baut. So. Wasser ist der nächste Schritt. Da nehmen wir eine einfache Rohrleitung. Von hier nach dort direkt dran. Passt. Und was wir hier natürlich auch brauchen, ausnahmsweise mal wieder, ist für unsere Fahrzeuge eine Rampe. Die brauchen wir, weil wir da hinten Bagger stehen haben. Und ein Bagger könnte nicht unter dieser Rohrleitung fahren, wenn ich sie hochbauen würde. Deswegen kommt die hier hin. Gut, das hätten wir. Wir haben 22 Arbeiter frei. Wir haben also doch welche bekommen aus unserem letzten Kampf, den wir hatten. Unsere LKWs sind ein bisschen busy. Liegt aber auch daran, dass wir gerade sehr viel unterwegs waren und viele Baustellen haben. Das sollte sich gleich einpendeln. Wir haben einen Nahrungsvorrat von 14. Das ist mir eindeutig wieder zu wenig. Da müssen wir sofort gegensteuern, beziehungsweise zeitnah, weil ich gerade keine Fläche habe, wo ich die hinbauen kann. Oh, was ist das denn? Bau das mal durch. Die arbeiten ja gar nicht richtig, deswegen. Ja, hier sind aber noch Kartoffeln und alles drin. Die müssen hier hinten abgeholt werden. Ja gut, sollte die Nahrung also doch wieder hochgehen, wenn ich sehe, wie viel wir hier noch drin haben. Sofern wir dann gleich mal die LKWs frei haben und warum auch immer, fangen die jetzt an hier rumzufahren und alles zu erledigen. Ja gut, dann haben wir das Problem auf jeden Fall auch. Hoffentlich unter Kontrolle, ohne was machen zu müssen. Organisches Düngemittel. Haben wir da schon vorher was anderes? Hier, Weizen ist auch fertig. Wir gucken mal schnell nach dem Research Tab. Das ist doch jetzt hier die gesamte Konstruktionsebene für
Brot und sonstigen Kram, ne? Brot und Dünger sind wir am Vorbereiten. Finde ich gut. Wir müssen aber vielleicht doch vorher noch mal gucken, dass wir ein bisschen mehr Nahrung produzieren. Oder lassen wir es drauf ankommen und hoffen, dass wir es danach zusammenbekommen. Wenn wir da Dünger ranliefern, dass es dann funktioniert. Weil Kartoffeln lagern wir jetzt richtig viele ein, aber haben immer noch mehr, die wir hier nicht loswerden. Haben wir hier genug drin? Ja, hier ist für 28 Monate drin. Es fehlt eher an den am Gemüse. Das Gemüse ist unser kleines Handicap, weil da haben wir viel zu wenig drin und deswegen sind auch die Monate so gering. Er nimmt ja den Durchschnittswert von beidem. Okay, wir haben auch jetzt das nächste durch. Das Düngemittel ist erledigt. Und wir werden auch gleich den Mais noch dazu kriegen. Genau, passt. Daraus können wir dann Maisbrei produzieren und Tierfutter oder direkt Tierfutter. Wir haben ja nicht mal Tiere. Naja, wir müssen also hiermit anfangen, eine Weizenfarm bauen. Da würde ich doch fast sagen, dass wir dann eine bauen, die nicht immer funktioniert. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn wir nämlich dann Mehl und sowas da anliefern. Andererseits würde ich die auch super gerne dann nach hier oben bauen. Nur die Frage ist halt wirklich, wie lange brauchen wir, bis wir diesen Riesenberg abgetragen haben? Und kommen wir so lange noch irgendwie durch? Das ist ja viel entscheidender in der Situation. Und das kann ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht beantworten. Hier ist Wasser drin. Hier haben wir die ersten Stahlplatten. Wir können also schon mal hingehen und ein Gebäude dafür bauen. Dann nehme ich das mal hier hin. Das können wir bauen lassen. Und ich hätte hier gerne Stahl. So, darf gebaut werden. Wenn wir hier noch eine zweite Anlage bauen, dann wird die eh nach links gebaut. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Wir haben doch unser Schiff hier, ne? Genau. Da haben wir doch jetzt die Möglichkeit gehabt, dass wir eine Schiffsbrücke, eine neue, ne, erforschen nur. Oder bekommt das Radar hin? Besserer Schiffsmotor interessiert mich gerade nicht. Das Schiff ist leer. Das heißt, wir schicken das Schiff auf große Tour, ne? Wo machen wir weiter? Hier. Oh, ich hätte hier hinten ja mal hinfahren können. Da haben wir ja noch drei, wo wir nicht kämpfen müssen. Habe ich ein bisschen aus den Augen gelassen. Das brauchen wir nicht mehr. Will ich weitere Bagger bauen? Einfach, um das hier oben mal zu beschleunigen. Aber zwei sollten reichen, oder? Da sieht man, wie alles nachrutscht. Der Berg wird langsam doch kleiner. Die Lücke hier wird größer, wenn ich das so richtig sehe. Und vor allen Dingen wird hier auch unsere Anlegestelle, unsere neue, größer. Ja, da hat auch haben wir auf jeden Fall schon mal einen großen Fortschritt gemacht. Wir haben auch hier hinten jetzt schon was. Ich guck mal, wie sieht denn die aus? Ja, seht ihr mal? Da kommen die nächsten. Boah, da kommen ja richtig viele angedüst. Ja, weiter so. Macht das Ding hier voll. Klappt schon. Die stehen alle still. Das ist okay für mich aktuell. Ach, die bringen jetzt hier auch noch Müll runter. Weg, weil der Müllberg hier einkracht. Das ist also das Problem. Ja, die haben ja doch. Der hat Kohle geladen, der hat Dreck geladen. Also doch, die meisten haben doch Kohle drauf. Also nicht den Müll. Ja, okay. Schiff hat keine Befehle. Schiff hat gerade Schiffe versenken gespielt. Und da ist sonst nichts. Ja, wunderbar. Dafür sind wir dahin, einfach nur um die Leute zu versenken. Völlig unschuldige Leute, einfach angegriffen. Ich guck mal nach. Können wir hier zufällig irgendwie noch eine Farm hinkriegen? Da will ich sie gar nicht hinhaben. Das heißt, die nächste Farm wird vermutlich hier hingebaut, dann so rum. Ja, das können wir hier vielleicht noch im Rohr vorbeilegen, um das dann hier anzuschließen. Ich denke gerade sehr stark darüber nach, die Mühle wirklich hier oben zu bauen, weil ich nicht wüsste, wenn wir jetzt noch eine Farm für Nahrung brauchen. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ne? Weil Kartoffeln sind ja immer voll. Wir haben halt nur keine Lagerflächen dafür. Wenn ich jetzt hiervon, pass mal auf, einfach nochmal so 4-5 Stück baue, haben wir mehr als genug Nahrung. Nein, nicht C. Nicht V. C wollte ich haben. So.
So, dann lassen wir die drei auch mal schnell bauen. So. Und dann gucken wir mal, wie viel Nahrung wir wirklich haben, wenn alle Kartoffeln eingelagert werden und nicht mehr schlecht werden. Was? Ein Standort wurde erkundet. Das fällt dir jetzt erst ein. 26 Einwohner. Hurra! Wir haben Obdachlose. Also nicht hurra, dass wir Obdachlose haben, sondern hurra, wir haben Einwohner. Die wir nicht unterbekommen, weil kein Platz. Da ist einmal Terrazzo hoch. Eine kleine Ecke. Dafür müssten wir die Sachen umziehen lassen. Echt jetzt so eine klitzekleine Ecke da unten rechts. Hier ginge es, wenn wir das Ding abreißen. Davon zwei Stück. Oder wir lassen die Leute obdachlos. Ich meine, wir brauchen langfristig eh noch mehr. Was wir aber auch bekommen werden, bestimmt bald, die Wohnhäuser auszubauen. Auf die nächste Stufe. Ich guck mal vorsichtig nach, wie weit das ist. Oh, hier ist das mit dem Schiff. Dafür brauchen wir mal goldene Forschung. Geringe Lebensmittel. Verarscht jemand anders? Nee. Dass wir die Häuser nochmal ausbauen. Da, Unterkünfte 3. Das ist noch super weit weg. Nee, da werden wir nicht drauf warten. Warum ist die Nahrung so runtergegangen? Also so rapide jetzt. Das ist halt das, was mich wundert. Sollten wir etwa wieder Nahrungsprobleme bekommen? Und das, während ich den Leuten Obdach biete? Okay. Hier sind halt noch super viele drin, ne? Würden wir die mal wegbekommen, dann wird das auch anders aussehen. Ich glaube nicht, dass wir Nahrungsmittelprobleme haben. Wir haben Stromprobleme. Warum das denn jetzt? Weil hier ist Kohle drin. Die sollten beide arbeiten. Stromprobleme weg. Äußerst merkwürdig. Also manchmal frage ich mich wirklich, okay, jetzt ist hier wieder was rot. Was arbeitet denn hier nicht? So, hier kommt die ganze Zeit Kohle an. Deswegen dann pumpen die wieder nicht. Der hat halt Leerläufe kurzzeitig hier drin, ne? Wir setzen dem mal eine Prio von 6, weil ich möchte schon Strom haben. Okay, ich möchte eigentlich alles haben, ne? Wie sieht denn das mit den LKWs aus? Ja, die haben ja genug. Vielleicht setzen wir hier mal so 2-3 LKWs noch mit dazu. Weil im Moment fahren ja viele wirklich hier nur Schüttgut hier unten hin, wenn ich gesehen habe, eben wieder wie viele das auf einmal waren. Nahrung 13. Schiff ist im Kampf. Check. Nee, Schiff ist zu Hause, Schiff ist nicht im Kampf. Maisanbau ist erforscht, das war das Ding. Und jetzt kommt's. Wir kriegen neue Lagerhäuser. Die werden gerade geforscht. Wo sind denn die, die ich gerade wirklich forsche? Ach, wir müssen noch weiter nach links, ja. Lagerung 2. Wie groß sind denn die? 360. Wir können also unsere Lager einfach mal verdoppeln. Wie geil ist das denn? Lebensmittelmarkt, der kommt auf jeden Fall auch noch. Fahrzeugverwaltung, Gas. Was machen wir als nächstes? Also wenn wir das hier unten nicht wollen. Ich werde mir da bis zum nächsten Mal Gedanken drüber machen, ob wir die Düngerproduktion schon angehen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Feld für Nahrung bauen. Das machen wir aber nebenbei. Das kommt dann, wie gesagt, hier oben hin, wenn die Hölzer weggeerntet worden sind, die letzten. Und wird keine Primäraufgabe sein. Und dann schauen wir mal, ob wir eventuell hier vorne noch eine weitere Farm dann später bauen, wo wir dann doch den Weizen verarbeiten. Oder ob wir Weizen irgendwie mal dazwischen stecken. Das wird sich beim nächsten Mal zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Yoseki.